Hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Ich bin heute in Leonberg unterwegs und das nicht nur zum Laden, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, mache ich das gerade, sondern ich fahre heute zum Hospiz in Leonberg e.V. und die haben auch ein angeschlossenes ambulantes Kinderhospiz und ich habe jetzt die ausgewählt, um denen quasi diesen Kinder-Tesla zu schenken, den ich aus dem letzten Referral-Programm gekriegt habe. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass meine Kinder erstens damit nicht so gut zurechtkommen, zumindest die zwei mittleren und die große zwar schon, aber dann streiten die sich die ganze Zeit und insgesamt wäre das, glaube ich, für den Kindertester nicht wirklich gut. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass der wenige Tage nur durchhält und ja, das muss ja auch nicht sein und jetzt habe ich überlegt, wem ich den spenden kann und genau, bin da eben auf das Kinder- und normale Hospiz in Leonberg gekommen, aus zweierlei Gründen. Weil, also erstens meine Schwiegeroma, die hat tatsächlich ihre letzten Wochen in diesem Hospiz in Leonberg verbracht und war da auch, also es war auch wirklich schön und so schön, wie das halt sein kann, wenn es ums Sterben geht im Prinzip. Das ist ja auch ein Thema, was viele von uns gerne irgendwie, ja, nicht drüber nachdenken oder hinten anstellen oder so. Und es ist eben aber trotzdem ein ganz wichtiges Thema und ich finde es auch wichtig, da ja normal mit umzugehen und so. Und das, ja, wird halt in so einem Hospiz logischerweise ganz toll praktiziert. Das ist der eine Grund. Und dann, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, der hatte einen ziemlich schlimmen Herzfehler und hatte auch noch Verdacht auf Leukämie und so. Also da war ziemlich, das war ziemlich übel so am Anfang. Es hat sich dann letzten Endes herausgestellt, dass das alles ja reparabel war oder operierbar war. Und aber trotzdem haben ich und meine Frau uns auch schon mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, ob wir da irgendwie dann Kinderhospiz in Betracht ziehen. Und gerade diese ambulante Sache finde ich halt super, dass die dann zu dir nach Hause kommen und so. Wie gesagt, Gott sei Dank, wirklich, ich bin wirklich super dankbar, dass da alles gut gegangen ist und so. Aber trotzdem, auch da mussten wir uns schon drüber Gedanken machen und ich finde halt, also jeder, der selber Kinder hat, kann sich das vermutlich vorstellen. Die keine haben, können sich es vermutlich nicht vorstellen. Aber wenn ihr mal welche habt, dann wisst ihr, was ich meine. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres in der Vorstellungskraft, was schlimmer wäre, als sein eigenes Kind zu verlieren. Und deshalb finde ich halt diese Arbeit von diesem Kinderhospiz so unglaublich wichtig, dass man die Eltern und auch die Geschwister und so und eben auch die Kinder selbst da entsprechend begleitet und denen halt einfach hilft, vielleicht noch ein paar Wünsche zu erfüllen oder einfach eine gute Zeit zu haben. So, und das machen die ganz toll. So, und da bringe ich jetzt heute diesen Kinder-Tesla hin, da habe ich einen Termin gemacht und viele von euch werden es gar nicht mehr wissen, aber ich habe das vor einiger Zeit schon mal euch präsentiert und habe jetzt da auch endlich halt einen Empfänger für die Spende gefunden. Und zwar habe ich hier so einen Ball mal irgendwann angefangen unterschreiben zu lassen von allen möglichen bekannten Leuten aus der E-Mobilitätsblase. André Bechtold, Ove Kröger, T&T Tesla, damals hieß es noch T&T Tesla, Frank vom Kanal Schräg ist hier drauf, der Horst Lüning hat unterschrieben, Tesla Markus, wen haben wir noch, den Gabor Reiter, Andi und Marisa von der E-Meise. Genau, und da habe ich dann drauf geschrieben, wir bringen den EV-Ball ins Rollen. Also wir sind quasi diejenigen, die diese ganze Sache unterstützen. Diesen Ball gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und jetzt, wie gesagt, bin ich endlich dazu gekommen, da mal irgendwie mich drum zu kümmern. Und das läuft jetzt folgendermaßen ab. Also ich habe mir überlegt, ursprünglich dachte ich mache so eine Versteigerung auf eBay. Mein Problem dabei ist ja, dass dann am Ende bloß einer halt irgendwie eine Spende bezahlt und alle anderen nicht. So ist das halt bei einer Auktion, das kennt ihr ja. Deshalb wollte ich es jetzt folgendermaßen machen. Ich habe ein PayPal-Konto eingerichtet extra dafür. Die Adresse ist kinderhospiz@strom-garage.de. Oder ich habe auch so einen PayPal-Me-Link eingerichtet. Das ist dann paypal.me/kinderhospiz. Die beiden Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jeder, der jetzt eine Spende ab 5 Euro macht, also ihr dürft auch gerne mehr spenden natürlich, kommt quasi in so eine Art Lostopf. So, und dann ist auch dann egal, wie viel. Also die 20 Euro spenden oder 100 Euro, die kriegen dann nicht mehr Lose. So, das ist mir dann irgendwie ehrlich gesagt zu kompliziert. Also jeder, der 5 Euro oder mehr spendet, kommt dann in diesen Lostopf.
Und dann ziehe ich einfach, also mit Video natürlich, das ist auch alles, dass ihr sehen könnt, dass es mit rechten Dingen zugeht, ziehe ich dann eine Person aus diesem Topf raus. Das wird ja bei PayPal mit E-Mail-Adresse dann gespeichert. Und dann kriegt derjenige, der dann da eben gezogen wird, kriegt dann diesen Ball zugeschickt. Oder wenn ihr in der Nähe seid, bringe ich sogar vorbei. Genau, und das ist so meine Idee. Da können wir jetzt einfach gemeinsam, wir alle hier in dieser E-Mobilitätsblase, ein bisschen Geld sammeln, auch für dieses Kinderhospiz und Hospiz in Leonberg. Das würde ich dann halt noch separat denen mal vorbeibringen. Genau, und das wollte ich jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, wenn ich da heute gerade hingehe, dass wir da mal kurz drüber sprechen, was dann mit diesem Geld passiert. Also, das ist auch jetzt schon aktiv, also ihr könnt da schon loslegen mit Spenden und so. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen vielleicht bis Ende Januar, lasse ich das offen und dann mache ich quasi so einen Stopp und fange dann an, die Lose zu machen und die zu ziehen und so, dass ihr einfach ein bisschen Zeit habt jetzt, dass ihr nicht im Weihnachtsstress da irgendwie euch drum kümmern müsst. Aber es geht auch ganz schnell, wie gesagt, auf diesen PayPal-Me-Link klicken, dann könnt ihr ausfüllen, wie viel Geld und abschicken und fertig. Also das geht super schnell und ich glaube, das hilft denen wirklich immer einfach, weil also eine Geldspende ist natürlich für jeden Verein immer am universellsten einsetzbar, das könnt ihr euch alle vorstellen. Dann fahren wir jetzt mal weiter. Ich muss jetzt noch, ja, das ist relativ kurz, vielleicht noch 5 Minuten fahren und dann bin ich auch im Hospiz angekommen. Dann sage ich da erstmal kurz Hallo und dann klären wir mal ab, wie wir das mit dem Video machen und dann schauen wir weiter. Also, bis dann. Also ich bin jetzt angekommen im Kinderhospiz und im Hospiz für Erwachsene. Ihr habt jetzt gerade schon ein bisschen was gesagt über Hospiz, über das Hospiz. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal kurz ausführen, was ihr denn hier so macht. Mhm. Also wir sind hier im stationären Hospiz bei uns in Leonberg. Herzlich willkommen. Danke, danke. Und wir freuen uns einfach, dass wir auch eine Unterstützung kriegen für unsere Kinderarbeit und Kinderbetreuung. Aha. Da wird nachher die Daniela noch ein paar Sätze dazu sagen. Und unsere Kinder haben schon signalisiert, sie freuen sich drauf, mit dem Auto fahren zu können. Ah, wir haben so ein bisschen erzählt. Super, ja, teasern ist immer ganz wichtig. Mhm. Ja. Und die haben schon gesagt, da sind hohe Erwartungshaltungen da, mit dem Tesla durch die Gegend zu fahren. Das ist cool. Genau, also wir begleiten ja hier bei uns im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Familien, wo ein erkranktes Kind drin ist. Wir sind dort für das erkrankte Kind, aber auch für die Geschwisterkinder, weil gerade für die wenig Zeit dann vorhanden ist. Und da haben wir schon von unserer Koordinatorin, der Frau Monika Friedrich, ein großes Go bekommen. Wir treffen uns mit allen Kindern einmal im Monat bei den Sunshine Kids. Das ist eine Gruppe, wo wir gemeinsam über das Thema Sterben, Tod und Trauer uns austauschen, aber auch gemeinsam Aktivitäten machen. Also dass Kinder auch untereinander Kontakt haben und von Gleichgesinnten zu Gleichgesinnten einfach einen Austausch haben. Und da haben wir schon mal geguckt, da haben wir schon eine große Gruppe derer, die sich darauf freut, den Tesla dann auch demnächst austesten zu dürfen. Also ein ganz großes Dankeschön an alle, die auch an dem Projekt mitarbeiten. Damit machen sie uns ein großes Geschenk. Vielen Dank. Freut mich. Ja, wirklich schön. Den Ball habe ich euch ja vorher schon gezeigt. Also da könnt ihr auch fleißig spenden und eben auch für euch dann, das werde ich dann irgendwann im Februar wahrscheinlich euch übergeben. Da gucken wir dann auch nochmal, dass wir kurz ein Video drüber machen. Wie gesagt, einer von euch wird dann ausgelost, der dann diesen Ball eben kriegt und ihr spendet eben hier dann für das Hospiz und eben auch für die Kinderabteilung sozusagen. Mhm. Klasse, freuen wir uns drauf. Nee, das ist auch ganz toll, dass wir da unterstützt werden, weil die ganze Kinderarbeit wir aus unseren Spenden auch finanzieren müssen. Und auch für die Menschen, die hier im stationären Bereich sind, ist auch immer ein Teil, der für jeden Tag über Spenden finanziert werden muss. Und von daher sind wir sehr dankbar, wenn wir da unterstützt werden. Ja, sehr gerne. Freut mich wirklich, dass ihr mich auch eingeladen habt, dass ihr euch Zeit genommen habt für mich. Und genau, und jetzt seid ihr gefragt, jetzt dürft ihr spenden für den Ball und für das Hospiz. Und ja, vielen Dank euch beiden. Ja, bis demnächst. Bis demnächst. Danke. Tschüss. Tschüss.
So, das war's jetzt mit dem Video vom Kinderhospiz, von meiner Spende, vom Tesla. Und für euch alle gilt es jetzt hier mal ordentlich tief in die Tasche zu greifen für dieses Kinderhospiz. Den PayPal-Me-Link findet ihr unten. Da könnt ihr dann einfach mit eurem PayPal-Konto oder so das Geld überweisen oder halt schicken, wie man da auch immer sagt. Und dann lose ich einen aus, der kriegt dann diesen Ball entweder zugeschickt, wie gesagt, oder wenn es in der Nähe ist, dann bringe ich den auch gerne persönlich vorbei. Wie gesagt, Spende ab 5 Euro bitte, die werden dann gezählt. Ihr dürft natürlich oben raus so viel spenden, wie ihr wollt. Die Leute vom Kinderhospiz freuen sich, das sind wirklich super nette, engagierte Leute. Und ich glaube, da ist unser Geld, was wir übrig haben, wirklich ganz gut angelegt. Also, das war's jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und fahrt elektrisch.